Herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play aus unserem Hause hier und diesmal geht es um das Spiel Descent Underground. Descent sprichst du aus. Descent? Wir rätseln ja die ganze Zeit, ich sag Descent immer. Descent wäre auch, glaube ich, korrekt. Ja. Ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich die Aufregung vor der Kamera jetzt, die mich das sagen lässt, weil ich ja sehr aufgeregt bin. Ich habe nämlich den Klassiker gerne gespielt. Ich auch. Allerdings habe ich von dem neuen jetzt gar nichts so richtig mitbekommen. Also ich weiß, da gab es eine Kickstarter-Kampagne. Ich habe mal vor Urzeiten noch so ein Video gesehen. Da haben die auf so einer Messe vorgespielt. Aber Max, du hast das Spiel ja dich ein bisschen damit beschäftigt, nicht? Richtig, genau. Also vor 6 Monaten endete die Kickstarter-Kampagne und natürlich erfolgreich. Und die Finanzierung steht soweit. Und jetzt ist endlich die Early Access-Version da. So eine frühe Fassung mit dem Multiplayer-Modus, den man ausprobieren kann. Leider noch nicht den Singleplayer, das war in den vorherigen Klassiker-Teilen mein Favorit. Den Multiplayer habe ich ehrlich gesagt in den ersten Descent-Teilen gar nicht angerührt. Ich wusste gar nicht, dass ein Singleplayer kommt. Also ja, die letzten Infos, von denen ich wusste, war irgendwie Multiplayer. Es gab anfangs Multiplayer, aber da gab es so eine Art, ja, Fan-Protest, kann man so sagen. Mhm. Und dann haben die sich entschlossen, ja gut, wenn die Nachfrage so groß ist, dann machen wir auch eine Solo-Kampagne und die wird dann quasi so eine Art Prequel werden zum ersten Teil und so die Vorgeschichte erzählen, aber so richtig konkrete Infos gibt es dazu nicht. Und jetzt können wir eben den Multiplayer-Modus ausprobieren, immerhin. Ja, ich habe vorne eine E-Mail bekommen und da hieß es eben Descent Underground und ich dachte gleich so, krass, so weit sind die schon. Genau. Ja, dann will ich mal anfangen und ich habe es noch nie gespielt. Ja, ist wie gesagt eine ganz frühe Fassung, der Hund muss nur mal okay wegklicken. Ah, okay. Genau. Ne, nochmal, okay. Und ja, hier sind wir in unserem Hangar, dem Drone Bay sozusagen. Hier kannst du zwischen 3 unterschiedlichen Schiffen wählen, die sich hinsichtlich so Schadenswirkung schilden. Das siehst du oben, siehst du auf der rechten Seite unterscheiden. Und die Schiffe kannst du unten auswählen. Richtig, genau. Da gibt es eben verschiedene Schiffe. Hier ist Star Wars, lässt grüßen. Ja, genau. Bisschen inspirieren lassen. Und hier, das ist wirklich so Decent-like, das Schiff. Sieht schon mal ganz cool aus. Basiert auf der Unreal Engine 4 übrigens. Ah, okay, das ist gut. Das ist safe. Ja, das ist auf jeden Fall safe. Aber die Hardware-Anforderungen, haben wir eben noch gerade hierüber gesprochen, sind schon saftig bei dieser VR-Alpha. Also 16 GB RAM sollte man haben und natürlich eine mordsmäßige CPU. Ja gut, das wird wahrscheinlich auch noch dann abgesenkt werden. Richtig, natürlich. Das ist wie gesagt eine sehr frühe Early Access-Fassung. Das sieht ein bisschen aus wie eine Side-Deck-Maus, das Raumschiff. Ja. Genau, also in der Early Access Version kann man noch ein Quick Match machen gegen andere, aber allerdings habe ich keine Mitspieler gefunden. Ich habe es ein paar Mal versucht, ist fast unmöglich. Es gab bisher noch zu wenig Mitspieler, deswegen habe ich entweder den Testflight-Modus gemacht, wo man die Steuerung eben ausprobieren kann, so quasi Training, und gegen Bots kann man spielen. Okay. Das ist auch schon möglich. Ich glaube, dann machen wir erstmal die sichere Nummer und spielen gegen Bots. Ja, dann machen wir. Was ist der Unterschied zwischen den Schiffen so? Wie gesagt, du siehst rechts, wie sich die Stats ändern. Du siehst Schadenswirkung, es gibt noch keine Tooltips, aber Schild und Geschwindigkeit. Aber richtig große Unterschiede habe ich bis jetzt nicht festgestellt. Ich habe ein paar Probepartien gemacht. Und Der hier hat, so wie es aussieht, am meisten Wumms. Ja, und ja, der hat die den in der Mitte. Richtig, genau. Mitte. Den hier. Okay. Der macht am meisten Schaden. Hier versus Spots. Und dann geht's los. Genau, da sind wir auch im Spiel mittendrin. Ah, okay. Ja. Gut, also Steuerung SDG, man senkt das Raumschiff ab, mit Space geht's nach oben. Mhm. Ansonsten fliegt man hier durch die Gegend und man dreht sich, indem man hier Q und welche Taste E. Richtig. E ist das benutzt. Jetzt spawnt gleich der Bot. Ah, auf jeden Fall. Der Bot oder die Bots? Oder der Bot. Also ich habe bisher immer gegen einen davon ist der. Mit der rechten Maustaste feuerst du Raketen. Wow, okay. Ist aber nicht so einfach, wie es aussieht, genau. Hübsche Explosion, ja, Unreal Engine 4. Ja, Schild, diese blauen schönen Schildkugeln, die man eben auch aus dem Klassiker kennt. Und verschiedene Power-Ups gibt es hier alle auch. Das Fluggefühl hat mir echt gut gefallen, das erinnert wirklich an die Uralt-Klassiker. Das Einzige, was hier so noch aus meiner Sicht zumindest verbesserungswürdig ist, wenn man eben stehen bleibt, dass man irgendwie nicht auf und ab wumpt, sondern man ist wie in so einem luftleeren Raum einfach. Man bleibt regungslos an Ort und Stelle, genau. Ja, hier ist so absolut gar nichts. Deswegen, das könnte man auch noch ein bisschen verbessern. Das war in den Vorgängern halt anders. Und was sich viele Fans gewünscht haben, es gibt kein Cockpit, keine Cockpit-Perspektive. Du kannst das HUD mit V, mit Taste V kannst du es ausschalten. Genau. Aber es gibt keine Cockpit-Perspektive. Es ist sehr früh wahrscheinlich. Ja, ne? Genau. Das hat den Hardcore-Fans halt enorm gefallen und die wünschen sich das. Ich habe ja auch schon so ein bisschen, also kurz vorm Dreh habe ich doch ein bisschen recherchiert. Ja. Und habe mich dann erinnert an ein Video auch und habe es dann wieder gesehen, was dann kurz, ich glaube vor
zwei Monaten oder sowas gezeigt wurde von einer Messe und da haben die eben mit Oculus Rift alle gespielt. Ja, genau. Es gibt auch einen VR-Support. Ich weiß noch nicht, ob da jetzt hier eine Early Access-Version gibt. Es ist auf jeden Fall im Steuerungsmenü kannst du VR aktivieren mit L. Aber es, hier bei uns tut sich da nichts, wenn man diesen VR-Support da hätte ich tut. Zum Beispiel Bock drauf. Und auf dem Steam, auf der Steam-Seite, denn das Spiel ist ja, glaube ich, dann ab heute, ne? Ja. Gibt es das über Steam auch Early Access? Richtig, für alle aber Baker. Für alle Baker, alle genau. Baker. Das genau, die können ihren Code, quasi Aktivierungscode, einlösen. Und diejenigen, die das Game Package sich gesichert haben, das kostet meines Wissens $30. Dann bekommt man halt Zugang hier zur Early Access Version, später natürlich auch zur kompletten Vollversion mit Singleplayer und Multiplayer-Modus. Ja. Wo ist denn der Bot? Wo ist der Bot? Ja, das wundert mich. Das könnte noch einer der Bugs sein, die natürlich noch in der... Ja, ich habe ihn wahrscheinlich so dominiert eben, dass ich jetzt sagte, komm. Ich habe Papadin gespielt und der ist dann tatsächlich gespawnt, dass ich zum ersten Mal, aber zur Not musst du halt nochmal kurz das Spiel verlassen. Ja, hier, kannst mich nicht Exit drücken, sondern Drone Base, sonst verlässt du das Spiel. Okay. Das ist ja so ein bisschen irreführend. Also nochmal, es gibt nur eine Map hier, ja? Ja, also es gibt mehrere Maps, drei Maps offiziell, aber du kannst gegen den Bot komischerweise nur diese eine Map spielen. Oder ich habe jedenfalls nicht herausgefunden, wie man die Maps wechseln kann. Das ist ein bisschen schade. Und Quick Match gegen andere menschliche Spieler ging eben nicht, weil das Matchmaking-System konnte mir keine anderen Mitspieler zuweisen. Deswegen kann ich darüber leider noch keine Aussagen treffen. So, was sind die verschiedenen Upgrades, die man hier sammelt? Es gibt zwei Waffen, sind in der Access-Version integriert. Das ist zum einen der Laser, den kennt jeder. Du hast jetzt gerade die Vulcan-Kanon, meine Favorit, weil die Projektile extrem schnell fliegen, man ist treffsicherer. Und dann gibt es noch den Laser, den kannst du auch auswählen, ich glaube mit den Zifferntasten. Moment, ja, genau, schieß mal. Boah, ist ein bisschen, ja, aber für die ganzen Waffen gibt es auch Upgrades, also statt zweier Laser gibt es auch Quad-Laser. Wenn man hier links und rechts, links werden deine Energie angezeigt, wo gerade 138 steht und rechts die Schilde, 180. Ja, ist halt. Hast du gesehen, genau. Hinter mir, wo ist er jetzt hin? Der war doch eben da. Laser Upgrade. Verschwunden. Laser Upgrade. Jetzt schieß mal. Oh ja, ja, okay, zumindest hört sich angenehmer an. Der Sound hört sich ein bisschen angenehmer an. Aber es gibt, wie gesagt, auch Quad-Laser. Diese gelben Zonen, da lädt man seine Schussenergie auf, wenn man unter den Wert von 100 gefallen ist. Du hast jetzt 100, da links 124, kann man sehen. Genau. Dann gibt es neben der Primärbewaffnung wie Laser und Vulkankanon gibt es natürlich auch noch die Sekundärbewaffnung wie Raketen. Das sind die, genau, Homing Missiles, die verfolgen eben den Gegner mehr oder weniger. Und dann gibt es noch die ganz normalen Erschütterungsraketen. Ich darf den nicht mal so abschießen. Ja, das verstehe ich. Ganz ehrlich, das verstehe ich irgendwie nicht. Normalerweise kann man... So. Tauchten die immer wieder auf. Muss ich vielleicht einmal zerstören lassen, damit der Bot sich auch ein bisschen dominant findet. Ja, ich denke schon. Mach ich das mal. Schade, dass nur ein Bot ist. Ja, irgendwie ja, schade. Und die stellen sich leider auch noch nicht so besonders clever an. Aber wie gesagt, ist auch noch eine sehr... Ich glaube, die Maus-Sense könnte auch ein bisschen höher sein. Ja, die kannst du natürlich auch in den Controls bei... nicht bei Movement Sensitives. Und dann bei Maus X und Maus Y kannst du es einstellen. Okay. Ich habe früher immer davon geträumt, die Sense sollte man ja eigentlich mit so einem Joystick, mit so einem spielen. HOTAS. Ja, mit einem HOTAS. Genau, davon habe ich auch gelesen. Ja. Ich spiele ja gerne mit so HOTAS. Okay. HOTAS rum. Sitze mal zu Hause und spiele an dem Stick. Ja. An dem Joystick natürlich. und da ist mir nämlich, da habe ich mir großen Spaß mit Elite Dangerous zum Beispiel und bislang noch nichts eigentlich. So. Und da wäre es doch mal wieder nicht schlecht, das Ding auszupacken, um das mal hier... Wo ist denn der Bot jetzt? Vor allem das Feeling wäre, glaube ich, auch ganz cool, wenn es denn ein Cockpit gäbe. Ja, Cockpit, wie gesagt, das fehlt noch vielen. Und vor allen Dingen, mir persönlich fehlt eben noch die Singleplayer-Kampagne, da warte ich am meisten drauf. Die bestand in den vorherigen Klassikern, aber meistens ging es darum, eben Keycards zu finden und dann halt bis zum Reaktor zu kommen. Den Reaktor dann zu zerstören und dann den Notausgang zu finden, panisch, weil man nur 60 Sekunden Zeit hatte, den Notausgang zu erreichen. Das hat man, wenn man vorher nicht die genaue Map studiert hat, nicht den Notausgang eben nicht gefunden. Und ich glaube, in 1000 Teile zerbersten. Ich glaube, der Bot hat den Raum nicht verlassen können. Das war das Problem. Ach, okay. Diesen. Ach, stimmt. Die können die Türen nicht öffnen. Aber die Türen müsstest du...
müsstest du auch eigentlich, wenn du sie berührst, öffnen können. Ah. Aber vielleicht haben die Bots diese Strategie noch nicht erkannt. Der musste dazu. Naja, machen. Gut. Wir haben es ja gesagt, Early Access, ja. Das Spiel. Weißt du, wann das verfügbar ist dann für. Erste Hälfte, Jahreshälfte 2016 sollte es erscheinen. Also schon sehr. Erscheint final. Ja, das ist, wird zumindest angegeben im FAQ. Ach so, aber wann das wirklich dann käuflich zu erwerben ist, außer der Crowdfunding-Geschichte hinaus, also jetzt direkt über Steam, weißt du das? Die Early Access Version oder? Genau, weil ich habe gesehen, die ist jetzt. Die müsste jetzt verfügbar sein. Ach, die müsste schon verfügbar sein. Moment. Genau. Ich hab gesehen, die Seite ist gestartet, aber man konnte das noch nicht direkt kaufen. Genau, aber den kann man schon einlösen. Im offiziellen Forum gibt es da Hilfestellung von den Entwicklern, wie das zu bewerkstelligen ist. Das habe ich nämlich auch gesehen, dass die Entwickler eben ganz großen Wert auf Feedback legen. In den Diskussionen bei der Steam-Seite kann man dann sich eben beteiligen und kann alle möglichen Anregungen, Anmerkungen posten. Und dann reagieren die darauf, die haben einen Community Manager abgestellt und der antwortet auf alles. Und ja, es wirkt ganz lustig und es ist cool, dass Decent wieder da ist. Ja, mal sehen, wie sich das entwickelt.